Hallo und herzlich willkommen bei mir in der Budget Lounge. Ich habe Gehalt bekommen und ich habe ja meinen Monat schon abgeschlossen. Ich habe auch alles Geld ja ausgegeben für diese Woche. Wir haben heute Freitag. Ich werde jetzt allerdings, bevor ich arbeiten gehe, die Budgetplanung für den Juli machen. Und was ist denn da los? So. Genau. Ich hatte ja einen Übertrag von 29 Euro. Und 3 Cent. Auch noch einen Taschenrechner, sonst wird das nichts. Ich muss es leider ein bisschen schräg legen, sonst kann ich nicht so gut schreiben. Also 29 Euro und 3 Cent hatte ich als Übertrag vom Juni übrig. Und ich habe diesen Monat Urlaubsgeld bekommen. Also jetzt für Juli. Und deswegen habe ich Einnahmen in Höhe von 4.749 Euro und einem Cent. Genau. Dann habe ich 250 Euro Kindergeld und das sind dann 5.000. Ich schreibe es schon mal hier unten hin. Und 28 Euro und 4 Cent, die ich zur Verfügung habe, minus die 29,03 sind 4.999 Euro und 1 Cent. Zusätzliche Einnahmen weiß ich ja noch nicht. Und jetzt habe ich das so unterschiedlich geschrieben, dass es mich total stört. 502804. Habt ihr auch so einen Monk, den das stört? Ja, so ist besser. So, dann komme ich mal zu meinen Fixkosten. Das ist Hammer, oder? Wie viel Geld? Brutal. Okay, jetzt kommen wir zu meinen Fixkosten. Ich hatte... Oh, ich lege mir jetzt mal so ein Lineal hin, sonst bin ich nachher wieder total schräg. Also ich hatte meinen Autokredit. Ich habe einen Autokredit und den bezahle ich jetzt diesen Monat wieder mit 650 Euro ab. Dann die Dachsanierung kostet 325 Euro und der Hauskredit sind 74,38. Da zahle ich ja nur Zinsen, weil ich hier noch den Bausparvertrag anspare, der dann nächstes Jahr diesen Kredit hier ablöst. Und die Kontoführung sind 8,90 Euro. Die Schule kostet mich 80 Euro im Monat, wo meine Tochter hingeht. Sie geht auf eine Privatschule. Die Privatschutzversicherung, weil wir ja noch das Haus abzahlen, falls mir was passiert, ich richtig schlimm krank werde, Krebs kriege oder so, dann bezahlt die Geld, sodass mein Mann und ich das Haus nicht verlieren. Also ich hoffe natürlich nicht, dass ich das brauche, aber ich habe keine Berufsunfähigkeitsversicherung, also es ist jetzt nicht auf den Beruf bezogen, sondern dadurch, dass ich ja so, wie heißt das, Reizdarmsyndrom habe und bekomme ich keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Genau. Dann Patreon sind 5,95 Euro. Beim Handy sind es 83,60 Euro. Oh, ich habe auch schon mal hübscher geschrieben, oder? Mann. Festnetz sind 40 Euro. Ich weiß auch, woran das liegt. Ich mache das mal kurz hier raus. Das ist, weil ich hier unten nicht so viel Platz habe, mir zu meiner Hand ablegen. Amazon Kids sind 4. Ne, es liegt doch nicht daran. Es liegt daran, dass ich nicht schreiben kann heute. Amazon Kids.
4,99. Cloud-Abo 2,99. Und die Spartipp für 1 diesen Monat 230 Euro. Es waren immer 20,27, aber die sind teurer geworden. Und in den Puffer werde ich diesen Monat wieder 10 Euro legen. So, insgesamt. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Also ich habe nichts vorgeplant. Ich mache alles mit dir. Ich werde mir jetzt alles überlegen, wie ich das mache. Mit dir zusammen. Ich hoffe, du kannst das gut sehen. Weil manchmal, wenn ich das so hinlege. Ja, doch. So ist es besser. Gar. Und ich könnte es aber auch hier hinlegen. Ja, so sieht man es gut. Also 650, 325, 74, 38, 146, 98, 80, 42, 88, 4,99 für Amazon Kids und 2,99 plus die 230 und noch die 10 für den Puffer. Das sind 1.764. Boah! Ich schreibe es jetzt mal auf. 1.764. Ich rechne es jetzt nochmal aus, ob das stimmt. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ja, es stimmt. Oh, ist das verrückt. Nein, meine Güte. Okay. Gut, ich habe ja gute Einnahmen trotzdem. 5.028,04. Das ist echt schlimm, wie hoch meine Fixkosten werden. Dann habe ich noch 3.323 Euro übrig. Ja, ich weiß, das ist viel Geld. Aber trotzdem sollen die Fixkosten jetzt nicht mehr steigen. Ich kriege die Krise sonst. Und sie werden weiter steigen, ich weiß es. Weil ja meine Autoversicherung teurer wird. Das weiß ich ja schon. Nur, dass ich das nicht vergesse. So. Also. Dann hat mir ja das Geld in Essen überhaupt gar nicht gereicht. Ich habe zumindest mal den blauen Taschenrechner genommen, weil den anderen, der rutscht immer so hin und her und wenn ich dann so ganz viel tippen muss, dann nervt mich das. Und zwar habe ich diesen Monat ja 760 Euro ausgegeben für 4 Wochen. Das heißt, es waren 190 Euro eine Woche und wir haben 5 Wochen. Das wären 950 Euro. Boah. Okay, ich will nicht so viel Geld ausgeben. Aber ich mache jetzt mal 180. Ich habe ja sonst 165 genommen, mal 5. Das wären 900 Euro. Das muss einfach reichen, sonst kriege ich die Vollkrise. Ich sag's, wie es ist. Tanken muss ich mit 100 Euro rechnen, weil ich 5 Wochen zur Arbeit fahre. Drogerie, also plus 100. Freizeitapotheke ungeplant und Runden. Für Runden werde ich kein Geld einplanen. Dann. Wisst ihr, das Geld, was ich praktisch immer spare, das Kleingeld, ungeplant. Apotheke, Freizeit und Drogerie. Da ich jetzt diesen Monat so wunderbare Einnahmen habe,
Also ich habe jetzt noch so 200-300 Euro, die ich verteilen will in diese variablen Kosten. Also ich mache das auf jeden Fall so für alle neuen. Ich brauche halt meine Einnahmen und dann ziehe ich alle meine Fixkosten erstmal davon ab. Und das, was übrig bleibt, tue ich dann in die variablen Kosten. Variable Kosten sind die Kosten, die normalerweise, also im Monat meistens öfters anfallen. Meine Spartöpfe 2, das sind die Töpfe, wo ich Geld ansparen will für Sachen, die passieren können. Und dann aber auch irgendwann werden. Zum Beispiel habe ich jetzt relativ viel Geld gerade im Urlaub und wir werden dieses Jahr nochmal in Urlaub gehen und deswegen habe ich da so viel Geld angespart. Das ist jetzt aber nichts, was ich jede Woche brauche. Deswegen ist es hier mein Spartöpfen und nicht in den variablen Kosten. Und ihr könnt einfach, wenn ihr anfangt mit dem Budgetieren, wenn ihr das wollt, macht es einfach. Das ist echt eine super Methode. Aber dann überlegt ihr einfach mal, was ihr wahrscheinlich brauchen werdet, eher im Monat an Ausgaben. Und die Sachen sind dann variablen Kosten. Und die Sachen, die eher nur im Jahr mal anfallen oder auch nur zwei, dreimal im Jahr, das sind dann eher die Spartöpfe 2. Ich habe das auch hin und her geschoben und gemacht und getan. Und übrig geblieben sind bei mir Essen, Tanken, Drogerie, Freizeit, Apotheke und ungeplant, weil Apotheke, gerade im Winter, da braucht man öfters mal was. Aber jetzt werde ich mir wahrscheinlich auch eine Reiseapotheke zusammenstellen. Und es kann sein, dass ich da nochmal was holen muss. Deswegen möchte ich mir diesen Monat da jetzt mal 50 Euro einplanen. Nur damit ich halt, ja, falls ich da noch was brauche, das besorgen kann. Und in der Drogerie sind es ja 5 Wochen und ich mache ja 20 Euro in der Woche. Wären eigentlich 100 Euro, das ist schon echt viel. Freizeit möchte ich schon 100 Euro machen, denn es ist jetzt Sommer. Und da werden wir bestimmt mal was machen. Und ungeplant, es sind 5 Wochen, 10 Euro in der Woche, da mache ich 50. So. Und da haben wir jetzt schon 1200 und die Drogerie möchte ich eigentlich schon 100 Euro. Ich habe lieber was übrig. Also bin ich bei 1300 Euro bei variable Kosten. Ich hoffe, dass ich das nicht alles ausgebe. Wirklich, das wäre echt Wahnsinn. Okay, also 3.323. Was eine verwirrende Zahl. Minus 1.300 für die Variablen habe ich 2.023,35 €. Und hier Bekleidung, das weiß ich, da habe ich minus 10. Das habe ich nicht reingeschrieben wegen der Farbe. Da hat mir der Rotstift gefehlt. Ich habe mich vorhin im Bett gesessen und habe den Übertrag gemacht. Und da hat mir der Rotstift gefehlt, weil der hier ist. Dann war ich zu voll zum Aufstehen und habe gedacht, ich trage es sowieso gleich ein. So, hier habe ich jetzt halt minus 10 Euro in Kleidung, aber das werde ich dann. Das nervt mich jetzt schon, dass ich das jetzt nicht am Anfang vom Monat tauschen kann. Ja, aber egal, das ist ja eigentlich gehopst wie gesprungen, was soll's. Ich werde auf jeden Fall erst die Ausgaben eintragen, dann Gesamt, dann die Spiele. Und mir dann überlegen am Ende vom Monat, wenn ich was übrig habe, ob ich da noch was dazu tun will, was mein Budget, so werde ich es machen, ja. Ist nicht so schlimm. Ich habe ja so viel Puffer und blabliblub. Ich werde auf jeden Fall 2000 Euro diesen Monat für Sparspiele benutzen. Oh ja. Und in die Spartöpfe 2 gucken wir mal, was wir übrig haben. Ich hoffe, dass in den variablen Kosten ich nicht alles ausgebe. Und ja, ich dann hier noch ein bisschen vielleicht Bekleidung reinpacken kann am Ende vom Monat. Aber das gucken wir dann mal. Dann war es das eigentlich schon. Genau. Ich werde jetzt mal noch hier auf meine Sparspiele eingehen. Ich habe das jetzt diesmal ohne euch gemacht. Das war einfach so unglaublich. Ich habe so viel umgestellt, weil jetzt ja die Sommerzeit ist. Das kann ich hier an dem kleinen Tisch einfach nicht machen. Ich weiß, es hört sich jetzt an wie eine Ausrede, aber das war wirklich. Ich habe das hin und her und habe das schon eingetragen gehabt und wollte es euch zeigen. Und dann habe ich es wieder, weil Susan hatte ja einen tollen Release. Und dann habe ich bei Sally und Tommy, bei der Stefanie gesehen, dass sie auch was ganz, ganz Tolles hatte. Und da werde ich jetzt mal zeigen, was ich gekauft habe.
Genau, seid gespannt. Ich habe auf jeden Fall hier schon alles eingetragen. Und da hüpfen wir jetzt mal in meine Beine da. Es sind sehr viele. Oh ja. Aber wir haben ja auch 2000 Euro zum Sparen. Das sind 400 Euro in der Woche für 5 Wochen. Boah, oder? Da können wir richtig loslegen. Oder ich freue mich mega. Also der Binder, den habe ich neu, den habe ich bei Amazon gekauft. Mir ist der auch einer kaputt gegangen und ich habe es nicht lassen können. Und ja, ihr werdet es auf jeden Fall dann gleich in der ersten Woche sehen, die Ausgabe. Also das hier ist von der lieben Soßen von Gemeinsam Sparen. Also alles, was ihr jetzt seht, ist unbezahlte Werbung. Ich wurde nicht bezahlt, um es euch zu zeigen, sondern ich zeige es freiwillig. Ihr werdet es ja sowieso in den Sparspielen sehen, nur in den Sparspielvideos möchte ich dann nicht mehr extra drauf eingehen. Ich werde jetzt einmal alles durchgehen und euch von jedem Spiel sagen, woher ich es hatte, aus welchem Etsy-Shop das ist. Es ist aber, wie gesagt, ich wurde nicht bezahlt, dass ich es irgendwie zeige oder so, sondern ich habe es von meinem eigenen Geld gekauft oder ich habe es als Geschenk zu einer Bestellung dazu bekommen. So ist es nämlich jetzt mit dem Deckblatt. Ich habe bei der lieben Soßen von Gemeinsam Sparen bestellt und das gab es dann als Goodie dazu. Ab 50 Euro Bestellwert und ich finde das so schön und auch diese Sticker habe ich geschenkt bekommen. Genau, so, das ist die Rückseite und das hier ist das Meeresrauschen Set. Das ist nämlich das Meeresrauschen. Das ist eine Robel Challenge. Es ist von Gemeinsam Sparen. Dann habe ich ja meine eigene Challenge. Das ist jetzt die erste, also so werde ich anfangen. Es ist da jetzt dann Juli und August. Und September, das ist ja dann praktisch das nächste Quartal und da werde ich jetzt mich dann auf diese Spiele konzentrieren, die einfach mit dem Meer zu tun haben. Ich liebe dieses Thema. Das habe ich ja selber designt, das könnt ihr nirgends kaufen, das habe ich gemacht für den Notgroschen. Und das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr lange gehen. Mir gefällt einfach dieses Design und wie gesagt, es wird für den Notgroschen sein und ja, das habe ich richtig voll gehauen mit allem Möglichen. Da werde ich ewig dran beschäftigt sein. Wahrscheinlich wird dieses Papier zerflattert sein ohne Ende, bis ich da fertig bin. Das wird wahrscheinlich ein Jahr gehen oder so. Ich weiß nicht. Mal gucken. Dann habe ich Marielle, die Meerjungfrau. Das ist von der Minimi aus dem Minimi-Laden. Und ja, genau. Das möchte ich jetzt auch beginnen. Dann, das hatte ich ja schon. Das ist der Fluch der Meerhexe von Gemeinsam Sparen. Dann das Diamond Dreams, auch von Gemeinsam Sparen. So, dann habe ich den Schildkrötennachrüstung. Achso, bestellt habe ich ganz neu. Das Meeresrauschen. Das ist jetzt aus dem Release gewesen. Dann Schildkrötennachwuchs. Das ist von Oma Bell Budgeting. Von der Annabelle. Ich habe das auf jeden Fall schon länger. Ich bespiele das jetzt schon seit seit Anfang Februar und das habe ich natürlich jetzt zu dem Meeresthema dazu sortiert, weil ich finde, es passt da einfach richtig gut dazu und ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall dann mal vorwärts komme. Da fehlt aber immer noch einiges. So, dann habe ich mir bei Sally & Tommy ganz neu bestellt das Set, das ist ein Set und zwar ist das Mexiko und ich fand das so schön. Ja, da werde ich auch eine Weile beschäftigt sein auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es stört mich nicht, denn ich liebe dieses Thema und ich habe nur darauf gewartet, dass mal solche tollen Sachen rauskommen. Von der Susan von Gemeinsam Sparen habe ich mir das Sizilien, also das ist Grüße aus Sizilien bestellt. Dann habe ich noch ein altes Spiel von Oma Bill Budgeting, das ist wirklich schon richtig alt. Ich weiß nicht mehr aus welchem Jahr und ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt. Das ist Die Reise der Wale. Ich habe das noch nicht ein einziges Mal durchgespielt. Also bis zum Ende. Ich habe das schon ein paar Mal angefangen, aber ich habe es noch nie durchgespielt. Und ich hoffe, dass ich da dieses Mal ja, es einfach machen kann. Das ist zwar hier ein Eisbär abgebildet. Das kann man theoretisch immer machen, aber ich finde von den Farben passt das jetzt eigentlich relativ gut. Dann habe ich ja noch das Back to Cyprus. Das habe ich ja selber gemacht. Also das kann man übrigens kaufen. Und dann gehört zu dem Set von der Stephanie, von Sally & Tommy, gehört auch das Griechenland. Oh, das mache ich auch mal kurz auf. Das müsst ihr euch angucken. Das ist so schön. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Oh. Es ist perfekt. Perfekt? Ja. Mega. Da gehören auf jeden Fall auch Lose dazu. Und ja. So,
dann habe ich mir das bei der Soßen von Gemeinsam Sparen das Pizzagnome-Set bestellt. Und da gehören diese Sticker dazu. Und ich habe die jetzt hier hingemacht, damit ich sie euch zeigen kann. Ich liebe Pizza und ich kann ja keine Pizza essen. Und es ist ein bisschen sich selbst. Naja, da ich keine Pizza essen kann, kann ich sie mir wenigstens angucken. So könnte man auch sagen, oder? Oh, ich liebe Pizza. Aber ich kann ja weder Weizenmehl noch Käse essen. Ja, es gab mal eine Zeit, da habe ich das ständig gegessen und hatte mich immer gefragt, warum ich Bauchweh habe. Jetzt weiß ich warum. Ich kann weder Weizenmehl noch Käse essen. So, dann war noch dabei. Ich habe ja bei der Soßen bestellt und habe zweimal dieses wunderbare Lesezeichen gekriegt. Das möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Oh. Danke auf jeden Fall, Soßen. Das sieht so schön aus. Mein allererstes Kuscheltier, was ich jemals gekriegt habe, also was ich als Baby geschenkt bekommen habe, das erste Kuscheltier war ein Panda, den habe ich heute noch. Den kann ich euch aber nicht zeigen, das sieht leider auch so aus. Auf dem habe ich immer als Kissen geschlafen. Also meine Mutter hatte zwar immer was dagegen und immer geschimpft, aber es war mir egal. Auf meinem Panda-Bär habe ich immer geschlafen. Und das machen wir gleich. Dann habe ich noch diese Postkarte geschenkt gekriegt. Die ist so schön. Und dann noch das Be Happy, das habe ich mir bestellt, weil das war im Angebot für 1,70 € und das hat sie runtergesetzt. Und dann habe ich gedacht, diese wunderschöne Karte kaufe ich nochmal. Und bei Sally und Tommy, genau, vielen Dank für deine Bestellung, gab es das hier als Geschenk dazu, eine Kleingeld-Challenge, aber sowas mache ich nicht. Das werde ich wahrscheinlich mal verlosen. Genau. Jetzt gucke ich, dass ich das da wieder reinkriege. Dass es nicht kaputt geht. So, das war jetzt der erste Bein. Oh mein Gott, da ist schon richtig viel was los, richtig viel los. Meinen zweiten Bein, den finde ich ja auch so wunderschön. Das sind dann die anderen Meeresspiele drin. Da habe ich allerdings als Deckblatt die Biene genommen. Ja, die passt ja auch zum Sommer, finde ich. Und dieses Grün, finde ich, passt auch gut zu diesem Gelb. Ja, da fängt es allerdings an mit Autoinstandhaltung, denn ich hatte ja, wie gesagt, einen Unfall mit meinem Auto und mein Autospartopf wird deswegen leergefegt sein. Und ich habe im Dezember Kundendienst und deswegen muss ich da wieder Geld ansparen. Da kommen mit den Rubbelfeldern 150 € zusammen und dem Würfeln hier. Und auf der Rückseite habe ich dann noch Lose. Ich weiß dann nicht, ob das wirklich reicht, aber das sehen wir ja dann mal. Bis dahin ist ja noch Zeit. Ich werde auf jeden Fall. Somit auf jeden Fall mal Geld für das Auto zusammensparen können. Und wie gesagt, das gibt es nicht. Das habe ich selbst designt. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt. Das habe ich selber gemacht. Das gibt es nicht. Dann habe ich bei Gemeinsam Sparen in der jetzt in dem Release bestellt. Das Fernweh, das gehört zusammen mit dem Meeresrauschen. Und das ist eine lose Challenge. Und ich konnte nicht anders. Ich liebe sowas. Vor allen Dingen dieser Blick aus dem Fenster und. Das ist genau mein Ding. Ich liebe es. Ja, dazu gehört auch hier dieses hier. Das heißt Schiffsreise. Und ja, da ist man praktisch der Papagei. Und dann muss man eben, ja, kann es ja spielen, man kann würfeln. Aber ich werde das so machen, dass ich halt jedes Mal eins, zwei Felder vorgehe, je nachdem. Jo, mal gucken. Und dann eben Geld sparen. Dann habe ich von Sally und Tommy mir mitbestellt. Das gehört auch zu diesem Set von dem Mexiko und Griechenland. Meine Kreuzfahrt. Und das finde ich auch richtig schön. Ich mag zwar nicht auf so einem Schiff sein, ich mag dieses Gefühl, also die Vorstellung. Wahrscheinlich ist es richtig schön. Alle, die waren auf so einem Schiff, die finden es ja mega toll. Und ich habe auch nicht das Problem, dass es mir schlecht wird oder so, normalerweise gar nicht. Ich war schon auf Schiffen. Aber ich mag nicht dieses Gefühl von eingesperrt sein mit so vielen Leuten auf einem Schiff. Da kriege ich schon bei der Vorstellung eine Krise. Ich weiß nicht warum. Und auch die Vorstellung, dass so viel Wasser unter mir praktisch ist und eigentlich ist total die Leere. Und es kann ja untergehen. Und ich weiß nicht, kommt es. Da kriege ich die Krise. Ich weiß nicht. Hat es noch jemand? Schreibt es mich in die Kommentare. Sagt mir, dass ich da nicht allein gestört bin. Ja, also das sieht innen so aus. Und auch diese Farben. Ich liebe es. Ja, da werde ich auch ewig beschäftigt sein.
Aber das macht nichts. Dann ist es wunderschön. So blaue Farben sind ja echt meins. Wie gesagt, auch Sally and Tommy von der Stefanie. Dann gab es Arianas Halskette als kostenlose Download-Datei, wenn man Patreon-Mitglied ist bei der lieben Soßen von Gemeinsam Sparen. Und das habe ich mir natürlich ausgedruckt und gebastelt gestern. Ja, dieses Mal ist es ohne Spielfeld, sondern nur mit Karten. Und ich habe die Karten doppelt ausgedruckt, weil ich einfach einen kleinen Kartenstapel haben wollte. Und da kann man halt einfach mischeln. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich mit einem Viererwürfel würfel. Oder dass ich einfach immer die obere Karte nehme. Das könnte ich auch. Schaut mal, da gibt es zum Beispiel diese Karte hier. Das ist jetzt der Methusalem. Und dann muss man eben hier lesen, was man machen muss. Oder ich werde, das könnte ich eigentlich so machen, ja, oder? Und einfach dann, je nachdem, was ist, vielleicht entscheiden, dass ich nochmal. Das wäre jetzt dann praktisch die schwarze Perle. Dann kann ich hier abstreichen und muss 5 Euro sparen. Es gibt aber auch noch hier Arianas Vater oder den Flip gibt es auch. Er heißt Adolfo, er heißt die Flip. Und ja, Susan war wohl im Pizzagnome italienisch. Keine Ahnung, wieso heißt denn Delfin Adolfo? Susan, falls du das guckst, wie bist du auf Adolfo gekommen? Warst du da im italienischen Fibo? Egal. Aber ein cooler Name. So, dann von Sally and Tommy habe ich hier das Strandnächte. Das gehört auch zu dem Set. Das habe ich mir halt bei ihr bestellt, ja. Denn ich finde das so schön. Und was mir an dem auch gefällt, ist, dass es nicht so viele Rubbelfelder sind. Und aber, dass es diese blauen Sticker sind. Die habe ich ja auch. Die sind mega. 1, 2, 3. Ja, das sind 7 Stück. Das sind, wie gesagt, nicht so viele. Es kommt aber 70 Euro zusammen. Das heißt, es ist schon auf jeden Fall ein bisschen teurer. Und ja, dann habe ich mir noch mitbestellt bei der lieben Susan von Gemeinsam Sparen, jetzt bei neuen Release, das Perlentauchen. Und weil ich das so eine süße kleine Challenge finde und einfach ein wunderschönes Bild und es genau meine Farben sind, habe ich es laminiert und die Ecken abgerundet. Also wenn ihr das bestellt bei der Susan, dann sind die Ecken nicht abgerundet und es ist auch nicht laminiert. Aber ich habe es jetzt laminiert, weil ich es einfach schön finde. Und ja, vielleicht will es auch meine Tochter mal noch machen. Und aus dem Grund ist das jetzt laminiert. Ja, so, das war auf jeden Fall dann der zweite Binder. Er ist der zweite. Ja, dann geht es weiter mit dem Rosanen. Da huschen wir mal weiter. Und ich bin schon bei einer halben Stunde verrückt. Aber gut, wenn ihr das nicht sehen wollt, könnt ihr ausschalten. Das ist ja eure Sache. Hier habe ich den Zauberturm. Das ist jetzt der Binder, praktisch der dritte. Bei dem ist jetzt so, dass alles durcheinander ist. Und da ist jetzt alles drin, was ich gerne den Monat jetzt noch abschließen möchte. Und ich halt auf jeden Fall praktisch besparen will. Ja, genau. Also der Zauberturm, da sind jetzt noch 6 Felder frei. Und wir haben ja 5 Wochen. Das werde ich schon irgendwie hinbekommen, dass ich das praktisch abschließe. Das hier möchte ich auch abschließen. Das Geld möchte ich mit in den Urlaub nehmen als Taschengeld. Deswegen muss es fertig werden. Und da muss ich jetzt praktisch, das wird auf jeden Fall teuer, jede Woche eins fertig machen. Dann fand ich das Hamsterlinchen. Ob ich das fertig bekomme diesen Monat, weiß ich noch nicht. Es ist eigentlich nicht so teuer. Ja, wenn nicht, auch nicht so schlimm. Aber ich möchte auf jeden Fall da jeden Woche ein bisschen Geld reinlegen. Das ist ja, wie gesagt, nicht so teuer. Dann habe ich hier noch die Katzenmagie. Das sind auch nur noch 6 Felder offen. Das kann sein, dass ich das schaffe, vielleicht aber auch nicht. Die Romantika möchte ich auf jeden Fall fertig bekommen diesen Monat. Aber ich möchte einfach, was hier drin ist, auf jeden Fall jede Woche Geld reinlegen können. Deswegen habe ich das hier reingemacht. Dann die Würfelliebe. Da ist auch nicht mehr so viel offen. Das denke ich, das werde ich schaffen. Da sind es eh nur noch 3. Das schaffe ich auf jeden Fall. Ach, ich habe gar nicht gesagt, wo ich es her habe. Also Gemeinsam Sparen. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Das weiß ich nicht mehr. Das kann sein, dass es Leafy Budget war oder Meative oder ich weiß es echt nicht mehr. Wirklich, keine Ahnung. Ich habe das auf jeden Fall mal geschenkt gekriegt. Zu irgendeiner Bestellung von einem kleineren Shop. Und es tut mir echt leid. Falls ihr wisst, wo das her ist, dürft ihr es mir gerne sagen.
Das war von Susan von Gemeinsam Sparen letzten Monat oder vorletzten Monat. Ich glaube, vorletzten Monat gab es so Bestellung dazu. Also das ist richtig süß. Das ist auch von Gemeinsam Sparen. Das ist von Sally and Tommy von der Stefanie. Das ist von Gemeinsam Sparen von vor Urzeiten. Ich weiß schon gar nicht mehr. Das ist auf jeden Fall richtig alt. Gemeinsam Sparen. Ja, ich weiß, ich habe es auf jeden Fall Gemeinsam Sparen. Das ist von Vanessa von Warmibo. Das ist Gemeinsam Sparen. Da kann man aber nicht kaufen. Das ist von Patreon eine Download-Datei. Gemeinsam Sparen. Schon ewig alt. Gemeinsam Sparen. Gemeinsam Sparen. Von Gemeinsam Sparen. Das ist der Robert, der Norbert und der Siegbert. Genau. Dann habe ich noch das hier, der Blütensauber. Das sind nämlich auch nur 4 Felder. Das werde ich dann schaffen. Und da, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber das macht nichts. Das gehört einfach zusammen. Also, das ist der Goldene Regen. Und dann noch Sunshine Castle. Das werde ich auch nicht schaffen, aber ja, da möchte ich dranbleiben. Das habe ich schon länger. Und das Sudoku möchte ich auch gern besparen. Das habe ich mich auch schon länger. So, dann war das der rosa Binder. Und dann kommen wir zu dem Binder. Da habe ich die schöne junge Frau. Ah ja, genau, den Pizzasticker gab es noch geschenkt. Das stimmt. Zum Pizzagnome-Set, passt auf. Das ist da drin, das Pizzagnome-Set. Also ich möchte auf jeden Fall dann die Wohn. Da habe ich ja noch das Set Wohntraum. Genau, das ist nämlich die Chloe oder Chloe. Ich weiß nicht. Chloe oder Chloe? Da ist kein Axor, wahrscheinlich Chloe. Dann die Lilly. Und die Sissy. Das ist mit Stickern zum Kleben, das ist zum Rubbeln und das ist eine lose Challenge. Oh, das gefällt mir auch mega. Auch die Frauen, dass die mal nicht so rappeldünn sind. Und wunderschöne Haare. Herrlich. Da habe ich die Erdbeerparty drin, die werde ich sowieso nicht schaffen, fertig zu bekommen, aber das macht nichts. Das ist so schön. Dann das Highland Love Story Spiel. Und dann das Budget Sheet. Was sage ich? Moment, das ist alles von Gemeinsam Sparen. Und das hier ist von Andrea Gomoll von dem YouTube-Kanal Spaß am Sparen. Und da möchte ich mir auf jeden Fall auch mal, wenn ich das alles jetzt durch habe, möchte ich bei ihr mal mich noch ein bisschen austoben. Sie hat auch so tolle Sachen. Und das ist wirklich mein Lieblingsspiel. Dieses Highland Love Story Spiel, das ist nämlich meine Lieblingsserie. Und es sind so zwei hübsche Menschen, unglaublich. Und die spielen so toll. Und ich liebe die Story und die Zeit und ja, alles perfekt. Und dass es ein bisschen mit Magie zu tun hat und ich weiß auch nicht. Ich spiele eine Vergangenheit und ach. Und auch ein bisschen Gegenwart, aber auch nicht richtige Gegenwart. Und ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich liebe das. Ich liebe das und ich liebe das Spiel und das hat sie so toll gemacht. Mega. Dann kommt von der Minimi Ellie und ihre Freunde. Ja, da habe ich ja erst einmal was gespart. Genau, das möchte ich auf jeden Fall auch gerne weitermachen. Dann kommt die Lady Eleanor. Das ist ja auch so schön. Das ist auch von Gemeinsam Sparen. Ich weiß, ich habe viel von Gemeinsam Sparen. Ich bin da voll der Fan von ihr, weil sie macht irgendwie das genauso, wie ich es liebe. Und wobei bei Andrea Gomoll ist es natürlich auch so, dass ihre Art und diese Farben, das ist ja auch mega. Ja, also boah. Und die Minimia sowieso. Ich liebe es. Ach, herrlich. Einfach herrliche Farben. Also alles, was ich habe, liebe ich wirklich, sonst hätte ich es mir nicht von meinem eigenen Geld gekauft. Das Lady Eleanor. Ja, da muss man ja würfeln. Das ist ja so ein Schiffe versenken. Genau. Und wenn man das praktisch alles hat, dann darf man dann losziehen und darf das auch noch sparen. Dann Marielle und Popo. Da habe ich ja viermal schon was reingespart. Das Poison Apple, das ist ja das Spiel der Ewigkeit. Und da habe ich ja letzten Monat, glaube ich, gar nichts gemacht. Ja. Und dann von Design by Desa 82, das Super Spario. Das habe ich mir jetzt mal rausgekramt. Ich habe da so Lust drauf, das zu spielen mal wieder. Oh, da können wir mal gucken. Da brauche ich nämlich noch ein Magnet. Ob ich den Magnet finde. Ob ich den noch habe. Können wir mal gucken. Hier sind nämlich meine Magneten.
Da ist doch. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Das ist nämlich der hier. Ich habe ihn. So. Jetzt gibt's doch nicht. Wo ist das hier rot? Ich hab's rot auf die Seite. So. Dann Start. Ist halt so auch nicht besser. Genau. Da ist das Rot auf jeden Fall. Und das habe ich Lust, das heute zu spielen. Genau, ich habe gar nicht so viel von ihr eigentlich. Das ist echt ein bisschen schade. Ich habe zu viel von der Susan. Aber das ist also mega. Ich weiß nicht, ich finde das mega. Ich hatte da echt Lust, das mal wieder rauszukramen und zu spielen. Und ja, einfach diesen Monat mal, oder ich weiß noch nicht wie lang, wahrscheinlich bloß diesen Monat, mal wieder ein älteres Spiel hier drin. Wisst ihr, wie alt das ist? Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr wisst, wie alt das ist? Seit wann gibt es das? Das war auf jeden Fall eins von den ersten Spielen, die einfach mal so ein bisschen farbenfroh waren und so. Also nicht nur, aber es war eins von diesen Spielen, wo einfach mal ein bisschen mehr los war. Und mit Rückseite und so, ja. Und jetzt kommt das Pizza-Time. Ich habe mir die Pizzagnome bestellt. Bei der Susan. Ja, ich musste eins haben. Ich liebe Pizza. Boah, ich würde so gerne eine Pizza essen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist echt nicht normal. Oh Mann. Ja, ich liebe Pizza, wie gesagt. Und hier kann man Pizza backen. Und es ist ein Schiffe versenken. Und da gab es natürlich dann auch einen Würfel dazu. So. Und zwar gab es einen 12er Würfel dazu und einen 6er Würfel. So, die sind jetzt auf jeden Fall eingeweiht und ein richtig schöner, finde ich. Also, richtig schön. Der ist echt hübsch. Auf jeden Fall danke. Und ja, ich freue mich drauf. Vor allem ist das ja nicht jahreszeitenbezogen. Dazu gehört das Pizzagnome-Spiel. Da kann man würfeln. Und die Pizzagnome sind so süß. Und hier gibt es noch Teste die Pizza. Und das ist ein Rubbelsticker. Und schaut euch mal die Rubbelsticker an. Oh, ich weiß nicht, ob ich die kaputt machen kann. Ja, ich bin ehrlich, keine Ahnung. Ich hoffe, dass Susan hat gesagt, sie macht einen Ausverkauf. Und ich hoffe, dass ich so eine Rubbel-Challenge nochmal ergattern kann. Die ich dann einfach aufheben werde, weil ich das so geil finde. Mit diesen Rubbelstickern. Kann sein, dass ich das erst aufrubbel, wenn ich einen Ersatz dafür habe. Vorher kann ich es wahrscheinlich gar nicht kaputt machen. Es ist bescheuert, oder? Ja, ich weiß. Und dann noch der Pizza-Contest. Und das sieht man auch, wie die kleinen Knobel heißen. Das da ist der Marco. Das ist der Pepe. Also Pepe. Das ist der Paolo. Antonio. Stefano. Und Giovanni. Mega. Ja, mega, mega, mega. Das ist auf jeden Fall von gemeinsam sparen. Das Set. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Es gab 100 Stück. Kann sein, dass das schon ausverkauft. Ach, und dann war natürlich hier natürlich noch das Pizzastück dabei. Der Schlüsselanhänger, den habe ich hier hingehangen. So, nächstes Bänderchen. Ja, das war noch nicht alles. Nein. Es kommen noch drei. Also der und noch zwei. Dann habe ich hier natürlich noch meine Schmetterlingswiese von Gemeinsam Sparen, den Gartenfreund von Gemeinsam Sparen und Ernte dich reich von That Organized Lady. Das ist von der Safa. Das finde ich so hübsch. Und da habe ich auch die Ecken abgerundet von den Kärtchen. Das spielen wir auf jeden Fall weiter diese Woche, diesen Monat. Und mein Spiel, das Puzzle Sparen. Und da habe ich von der Minimi geklaut das kleine Säckchen mit den Perlen. Das habe ich mir jetzt rausgesucht. Sorry, Minimi, aber ich mache keinen Etsy-Shop nix auf. Also, ich habe nur deine Idee praktisch geklaut.
und werde dann eine Perle ziehen, ausmalen und halt es sparen. Oder ich, ja, ich weiß noch nicht genau, aber ich denke, dass ich es so machen werde. Dann habe ich hier die neue Küche, mein Sparspiel. Das habe ich ja auch gemacht. Und dann der Schrein der Athene. Das war ja ein Community-Projekt von Patreon. Das hat ist von gemeinsam sparen. Da habe ich auch mit entschieden. Und da hat sie halt das gefragt, was es denn für eine Art von Challenge werden soll. Dann war halt die Mehrheit für eine Klappkarte. Und zwar eine Dreier-Klappkarte mit zwei Challenges. Und deswegen gab es, hat sie sich rausgesucht, dass sie ein Bingo macht. Und also man muss praktisch ein Losziehen und dann das abstreichen und die Quersumme dann sparen. Man kann hier was ausmalen, aufrubbeln. Und wenn man ein Bingo hat. Moment. Ah, genau. Wenn man Bingo hat, dann darf man hier auf der Athene dann was opfern. So. Ja, und das ist ja auch dieses griechische. Ich lieb's. Ich lieb's, wie es da aussieht. Und ja, ich verbinde es halt auch ein bisschen mit Familie und so. Und deswegen. Perfekt. Und ich habe von der Minimi nochmal das VIP-Casino-Spiel reingenommen. Ich habe bis jetzt erst eins geklebt. Und ich habe jetzt schon von ihr das Katzenspiel rausgeschmissen, was irgendwann wieder reinkommen wird. Auf jeden Fall. Aber ich habe gerade noch so viel. Ja, aber das finde ich einfach schön. Und das darf einfach nochmal bleiben, denn das habe ich letzten Monat nicht gespielt. Dafür habe ich ja letzten Monat das Katzenspiel gespielt. Dann habe ich mir noch bei der Susan mitbestellt. Das Miss Galaxy. Ob ich dazu komme, weiß ich nicht. Ob das Geld so weit reicht, keine Ahnung. Aber ich habe es auf jeden Fall jetzt schon mal aufgenommen. Als Dankeschön gab es diesen Feenzauber bei der Susan dazu. Und bei der lieben Stefanie von Sally und Tommy gab ich das dazu geschenkt bekommen. Und das habe ich jetzt einfach, das hat gar keinen Namen mehr, das habe ich jetzt einfach Pink Princess genannt. Ich hätte es auch Rosenprinzessin nennen können, oder? Egal, ich habe es jetzt Pink Princess genannt in meinem Binder und ich werde dann mit einem Viererwürfel einfach würfeln. Habe ich mir überlegt, dann ist es auch nicht so teuer. Muss ja nicht immer so teuer sein. Ja, ich werde einfach mit einem Viererwürfel würfeln und dann zum Beispiel jetzt 2 Euro hier reinschreiben und dann einfach den Betrag sparen. Genau. So, das war dann der lilane Binder. Da war es halt eher so. So war es halt drin. So, dann habe ich noch den braunen Binder wieder am Start. Und zwar ist da jetzt wieder der Löwe drin. Den Löwe finde ich so schön. Da war ja auch von gemeinsam sparen. Den habe ich aber nicht kaufen müssen. Den gab es ja zu einer großen Bestellung dazu. Ab 50 Euro gab es den letzten Monat dazu. Von Sally und Tommy habe ich dann in dem Set noch das Safari, die Safari-Klappkarte mir gekauft. Die mache ich jetzt auch mal kurz auf. Die ist so schön auch in. Ja, dieses Afrika-Thema ist ja auch echt richtig toll gewählt, finde ich. Und auch schön umgesetzt. Da kann man Lose ziehen, hier was abstreichen und würfeln und was rubbeln. Und mega. Einfach mega. Richtig hübsch. Da werde ich auch hin und wieder mal was reinlegen. Vielleicht nicht jedes Mal, weil das sind auch nicht ganz so viele Felder, aber es ist echt viel zu tun. Also wenn ich was mache, dann muss ich immer 2 Sachen machen ungefähr. Das habe ich mir schon ausgerechnet. Ja, es sind nämlich 18 Sachen, also 18 Felder zum Schreiben. Also wenn, dann muss ich 2 Sachen machen, wenn ich da mal was mache. Dann habe ich noch das Katzenmathematik. Das möchte ich jetzt echt mal anfangen. Ich glaube, das ziehe ich ja schon 2 Monate mit mir rum und habe es noch nicht einmal bespart. Echt verrückt. Der Schatz des Pharao, da möchte ich. Ich habe ja den Schlüssel gefunden. Aber da möchte ich auf jeden Fall nochmal weitermachen. Ich habe ihn jetzt endlich mal gefunden. Das ist ja das erste Spiel von das. Also. Das alte Spiel, die alte Version von der Susan, das gibt es jetzt mittlerweile als Neuauflage. Und ich habe ja schon den Schutz. Ich habe ja den Schutz. Und ich habe den Schlüssel gefunden. Die Käfersuche habe ich ja noch offen gemeinsam sparen. Und Moment, also Sally und Tommy. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich es gesagt habe. Gemeinsam sparen, aber die alte Version. Aber es gibt eine neue Version, die ist ein bisschen anders, aber fast gleich. Dann gemeinsam sparen. Das ist von Patreon von gemeinsam sparen. Das kann man nur
selber sich ausdrucken. Ach so, ein Soßen, falls du das siehst, falls du bis jetzt dran geblieben bist. Ich weiß nicht, ob du so viel durch, ob du so viel Zeit hast, aber hier ist ein Schreibfehler. Das ist mir aufgefallen letztens. Da hast du geschrieben Rames, nicht Rameses. Nicht schlimm. Ich werde das deswegen nicht nochmal ausdrucken. Dann habe ich mir bei Celine Tommy noch mitbestellt, mein Urlaub. Und da war ein Würfel dabei. Und natürlich auch ein Magnet. Den Magnet habe ich schon reingemacht. Und das ist dieser wunderschöne Würfel. Ich habe so einen Würfel noch nicht gehabt. Ich habe so viele Würfel. Würfel meine ich. Wuffel. Wuffel. Ich habe Wuffels. Aber genau so eine Farbe hatte ich noch nicht. Das hat mich sehr gefreut, weil ich liebe ja so blaue Töne. Und ich hatte ja noch so einen blauen. Und blau habe ich ja echt viele. Aber genau, so einen hatte ich noch nicht. Und das hat mich mega gefreut. Hihi. Ich habe ja auch noch so einen. Aber das ist ja. Und das könnte man ja auch fast als blau zählen. Und so einen habe ich auch noch. Und schaut mal, wie viele Blautöne es gibt. Wobei das zählt ja schon fast zu grün. Das ist so der Übergang zu grün. Richtig schön, Dankeschön auf jeden Fall für den tollen Würfel. Jo. Gut, dann kann ich das auf die Seite tun. Und wir schauen nochmal rein in die Klappkarte. Also, es ist praktisch das Dashboard, aber auch eine Klappkarte. Und da gibt es jetzt mal gar kein großes. Also keine Geschichte oder so dazu. Susan schreibt ja gerne mal so eine Geschichte dazu, aber da gibt es jetzt keine. Das macht aber auch nichts. Denn ja, da ist ein wunderschöner Spürstein dabei. Ich hoffe, dass ich den nicht verliere. Und man läuft einfach in irgendeine Richtung, keine Ahnung. Und dann kommt man eben auf ein Feld, kann das abkreuzen und den Betrag sparen. Es geht England, Frankreich und Italien. Und herrlich. Also. Das ist eine richtig schöne Challenge, finde ich. Oder Spiel oder keine Ahnung, was man will. Und das ist auf jeden Fall auch laminiert. Und hat mich mega gefreut, dass man es immer wieder spielen kann. Ja, dass ich mir das gekauft habe, finde ich mega. Ich bin lang drum rumgeschlichen, muss ich sagen. Dann habe ich hier noch die magische Schule. Das ist von Honey Budget Shop. Die hat richtig tolle neue Sachen, habe ich gesehen. Ich denke mal, dass es eine Frau ist. Ich denke mal. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen, wie sie heißt. Aber auf jeden Fall Honey Budget Shop heißt der Etsy Shop. Dann habe ich noch das Red Witch. Das habe ich auch schon eine Weile. Das ist von Kaffee und Quatsch. Und ja, das Drachen. Habe ich Sally und Tommy noch, genau. Also Kaffee und Quatsch habe ich gar nicht mehr so viel. Ist mir aufgefallen. Das habe ich alles schon fertig bespart. So. Das war der braune. Und jetzt kommen wir noch zum letzten. Das sind jetzt lauter so Sachen drin, die so spooky sind, also die eher für den Herbst sind. Die sind jetzt ganz, ganz nach hinten gerutscht. Alles so ein bisschen magische eher und ja, das tut mir zwar ein bisschen leid für die Spiele, aber ja, es ist eben jetzt Sommer und die kommen auch wieder dran. Die sind ja da und genau, hier ist der Zibirius, der Zauberer drin von der Minimi, vom Minimi-Laden. Dann das Sandy vs. Zombies, das liebe ich ja total. Aber das muss jetzt halt nach hinten. Es muss halt irgendwas auch hinten sein. Und ja, das kommt dann auch wieder weiter vorne. Das ist auch vom gemeinsamen Sparen. Auch vom gemeinsamen Sparen des Moonflowers. Das ist eine lose Challenge, eine Robel Challenge, Dark Forest. Das war in einem Set mit noch nur einem dabei. Alles vom gemeinsamen Sparen. Das Kaffeekäuzchen auch vom gemeinsamen Sparen. Das ist halt leider auch ziemlich weit hinten. Ja, das ist halt irgendwie auch von Design und so. Dann eher was für den Winter wahrscheinlich. Aber ist es da. Und wenn ich bis dahin komme, werde ich auch was reinlegen. Dann Take a Break. Das ist auch so ein bisschen cozy und keine Ahnung und richtig hübsch. Da habe ich bis jetzt auch erst einmal gerubbelt. Und dann noch das Spukhaus. Ja, mir gefällt es richtig gut, aber das wird jetzt halt auch mal noch wahrscheinlich nochmal warten müssen, bis die Meeressachen ein bisschen bespart sind. Dann habe ich ja noch die Friedhofsparty. Das hat mir auch so gefallen. Ah, ich freue mich schon, wenn ich das mal machen kann. Und die magische Bibliothek. Genau, das ist jetzt halt das letzte Spiel geworden. Und es bleibt aber drin.
Ja, genau, mal gucken, ob ich bis dahin durchkomme. Bin ich auf jeden Fall gespannt. So, das war alles. Es ist eine Menge. Ich weiß, es ist eine Menge. Richtig viel. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin total sparspielverrückt zurzeit, aber ich habe diesen Monat auch echt viel Geld, um da Geld reinzulegen. So, macht's gut. Bis dann. Tschüss.